Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream of Distance. In der letzten Folge haben wir Simsalabim Symphonie betreten und ja, hier geht's richtig schön ab. Schöne Musik, ein paar starke Gegner, aber wir kommen trotzdem irgendwie durch. Ne? Ich könnte jetzt hier, weil ich gespeichert habe, kurz zum Spezialportal gehen und versuchen, die Traumfänger zu erledigen, aber ne. Würde nur viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem ist halt nur eins von vielen und ja. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt eins zeige, dann weiß ich nicht, ich müsste alle zeigen. Die dauern alle so lange und oh nein, es regnet. Oh nein, sind das solche Schafe? Ne, das sind keine Schafe. Ah, doch, da ist so ein Schaf. Warum muss ich erledigen? Ich tue meine verdammte Dinge immer. Ja, genau das. Ey. Wenn ihr diese Viecher seid, heißt das nicht, dass ihr andauernd das machen müsst, oder? Sowieso gleich am Stürzen wieder. Alter, was ist das Viech? Jetzt so viel aus, ey, das darf doch nicht mal sein. Boah. Also, wie viel das aushält. Guck euch an. Darf ich hier mal. Aua, danke. Ja, ich kann kaum sehen, was das für Zeichen sind. Oh, du Pisser, ey. Kommt einfach so hin. Oh, ich schläfe nicht ein. Oh, Gott, es mich an blöden Viecher, ey. Sind die keinen anderen? Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Ne? Jetzt hätten die keinen anderen Job außer mich einzuschläfern. Wer heimlich war sein? Hi, und mich einschläfern? Ja, versucht das mal, wenn ihr tot seid. Oder hat jemand Ballon eingesetzt? Aber nicht ich. Mal du blödes Viech, ey. Ich weiß, ich bin sowieso gleich am Stürzen, aber trägt mich irgendwie so. Boah. Regt mich echt so extrem auf, ey. Hallo? Boah, der ist eingeschliffen, ehrlich. Du, oh, ey. Immer auf mit dem Dreck. Wir werden solche einschläfern, da. Dann überwalze. Wow. Ich muss ja echt voll viele Gegner mitnehmen, habe ich so das Gefühl. Alter. Mit ihnen haben wir jetzt Dingens geöffnet, hier den Weg zu Erfahrungsbus, glaube ich. Noch öffnen, öffnen, heilen, schlafen im Regen. Sie haben mir gefällt, da bin ich auch ganz nass, Mann. So, dann gehen wir zurück zu Rico. Wir waren hier, genau. Hier so trocken. Das ist schön. Wo war das Ding jetzt? Wo bin ich jetzt hier? Da hat sich ein Weg geöffnet, okay. Ist schön zu wissen. Mal Dinge zu Antigraf sah ausprobieren. Okay, die sind verdammt, das ist so ein schneller Angriff. War auch nicht schlecht. So, die Bomben auf den abwerfen oder was soll das? Explosive Eier oder was? Explosive Pipi. War also ekelhaft. Da will ich rein, das sieht schön aus. Radioaktiv, aber schön. Wir haben auch einen Speicherpunkt. Gut. Wir machen ein, jetzt wo ich halt mal den Geist haben bin, soll ich mal gucken. Ja, der braucht eine Linkverbindung. So, bei dir.
immer nach oben. Weißt du, habe ich Blocken. Ich soll vielleicht mal lesen, was da Giftblocken. Aber bist du so der Typ, der irgendwie ganz viele Statusblockaden hat oder was? Feste Blocken, ja, anscheinend. Geheimnis, Blindheitsblocken, Geheimnis. Oh, fertig. Ach. Was hast du wieder? Jetzt immer noch nicht, ob Robert richtig geschrieben ist. Londra, da brauche ich nicht. Okay. Ich kann kaum abwarten, bis ich die alle auf den Sternrang herstelle, damit die auch gut werden. So wichtig ist halt jetzt eigentlich nicht, ob die mitkämpfen oder nicht, ne? Irgendwie auch die meiste Zeit auf Fresse, so wie ich das beobachte. Aber schaffen es trotzdem irgendwie zu überleben. Und so viel optionales Zeug gibt es jetzt eigentlich auch nicht mehr. Deswegen es sich lohnt, hier alle auf Sternrang zu bringen. Okay. Ich kann mich sogar daraus befreien irgendwie. Das finde ich gut. Von wem muss ich jetzt hier eine Linkverbindung machen? Ich wollte nur einen mit ihm. So, mit dem muss ich nur einen, ne? Genau gesehen. Ja, wieder komisch, ey. Ein Gegner ist das vielleicht gut, aber irgendwie besser aussehen, wenn Angriffe so aussehen, als wären sie nur gegen einen Gegner gerichtet. Sieht irgendwie aus, als würde ich hier blind durch die Gegend schwingen, wie blöder. Was sind das hier? Ein bisschen schwächere Gegner durch die Gegend. Eiern. Wow. Das ist schwer, ey. Finde ich jedenfalls. Sagen alle nein, das ist voll einfach. So. Lass mal ein Ding öffnen hier. Hof. So, wer von euch braucht dann noch? Du brauchst, aber da muss ich erstmal hinkommen. Okay. Ich glaube, wenn man den Geistern noch mal erstellt, dann sind diese Tore auch weg. Ja, diese so viele Linkverbindungen machen und so Tore. Oder diese Stufentore. Die sowieso nicht wichtig sind, wenn man ein hohes Level hat. Dann werden die auch mit einem höheren Level hergestellt. Hey! Den Arm nehmen? Was? Was? Muss ich die Wette erstmal da senken oder was? Sagen, so kann ich nicht hoch. Immer irgendwie ein, aber ich so ein Gefühl, ist auch glaube ich so. Das nächste Gebiet, hi, der ganze Flächenangriff wurden hier abgebrochen. Soll ich euch dann erledigen? Ah. Oh ja. Ich tue halt immer verpassen, wenn irgendwie die Kamera irgendwie sich bewegt. Irgendwie hat vierte davon, beim vierten bewegt sich immer die Kamera irgendwie weg. In dem Moment, in dem ich da drücke. Oh mein Gott. So. Diese Musik so über episch irgendwie, obwohl ja jetzt episch passiert. Ich bin beinahe verreckt. Das ist nicht episch. Hey du,
Alter. 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 Will ich verarschen? Hey, Junge. Warum muss ich jetzt noch mal die Dinges machen? Oh, weiter zählt noch, okay. Dinges habe ich auch noch, die Link-Punkte. Habe ich mein Level auch noch? Ich glaube, mein Level habe ich auch noch, ne? Mann, das war doch voll kacke, was war das? Macht er drei, viermal den gleichen Angriff, ey, und jedes Mal beim ersten Treffer hat er mich getroffen. Ja, das vierte wird nie getroffen. Weiter, ich habe das schon. Boah. Der vierte Treffer hat nie getroffen. Was soll das denn? Alter, warum kann ich mich nicht an der Wand? Ich glaube, ja, öffnen? Ja, ne? Alter, das vierte Mal trifft nie. Ich treffe mit dem vierten Mal nie. Da steht niemand, wenn ich das vierte. Ich drücke halt jedes Mal, hallo? Din, 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 dich, 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 dich. Boah, ey. Was denn das? Ist schön. Boah, Hilfe, ey. Lass mich doch mal. Ja, oh. Wo kann ich jetzt hier auf einmal nicht eine Reihe Fluss machen? Na, du Pisser, komm her. Ja, Falk. Also Tor genauso. So. Rio Drachenrezept, da war wahrscheinlich ein Viech, ne? Blöd, Mann. Nehmen wir mal, ich muss dahin gehen, wo der Ast mich hinführt, ne? Auf und davon. Wir voll viele Sachen ja verpasst, ne? Ja, nicht so viele, okay. Wo habe ich hier einen? Hi. So, vierte Mal. Voll schwer, ey. Warum stelle ich mich ihn so blöd an jedes Mal? Junge, das ist wohl schwer. Da bin ich in so Rhythmenspielen eigentlich nicht. Boah. Er war das schon wieder, ey. Zwei, das ist von 1, was weiß ich, auf 2,3 gegangen, ey. Ja, ich auf den Arm nehmen. Aber ja, sagen, warum ich das erste immer daneben habe. Das Blöde ist, die Kamera verfolgt einen. Das macht das extrem schwierig. Da ich drückt das erste und da steht zweimal daneben. Was soll das? Alter, wenn ich auf den Arm nehme. Das funktioniert nicht. Hallo? Hey. Ja, so, boah, das geht natürlich nicht, ey. Mich verarschen wir jetzt, weil das scheiß Ding nicht funktioniert.
Ich drücke dann an der richtigen Stelle. Hallo, da ist doch nicht schwer. Mir nimmt das nicht an. Mich hat beim ersten Mal drücken, dann tut er zweimal daneben sagen. Was soll der Scheiß? Guck ich mal genau an. Ich hau einmal daneben, da wird zweimal. Was? Ich drück einmal den Kopf, da steht zweimal daneben. Ja, da habe ich jetzt am Ende nicht gedrückt. Hallo, was soll der Scheiß? Aber ich muss gedrückt halten, oder? Ich muss gedrückt halten, habe ich so ein Gefühl. Boah. Boah. Jetzt hat mir doch einer das mal. Wie so schnell, wie sich das bewegt, soll ich nicht erkennen, Mann. Ja, da bringt es voll. Boah, ey, da regen wir jetzt schon wieder so auf. Da wurde wahrscheinlich sowieso am Anfang erwähnt, ne? Habe ich aber gesagt, boah, da habe ich aber gesagt, nee, ich schaffe das schon alleine, ne? Da sieht man ja. Gleich wie jetzt hier den Bosskampf gegen Carlo, boah, leck mich doch. Kann ich sagen, ihr so schwer ihr alle seid. Aber weiter. Wieder etwas Frust hier hinter uns. Halt. Ja, gut. Hier Frust an. Warum tue ich hier, Alter? Ey. Warum finde ich jetzt hier nur Spezialportale auf Anhieb? Mache ich jetzt nicht während der Aufnahme, mache ich auf Screen. Ach, ich muss voll niesen, ey. Okay. Oh Gott. Ja, ich mache die Spezialportale nicht, weil ich krieg doch hier von den normalen Gegnern schon auf Fresse. Oh, sehr schöne Musik. Hi. Oh, ich liebe es hier. Ich weiß natürlich nicht, wie das Lied heißt, aber man kennt es ja, ne? Ist das nicht so ein klassisches Weihnachtslied? Okay. Deswegen habe ich vorhin das Viertau immer vermasselt, ne? Oder? Das Vierte mal vermasselt, weil man das Auge ziehen müsste wahrscheinlich. Ey, wie ich mich immer erst aus dieser Position befreien muss, um irgendwas zu machen. Okay, raus hier. Lied kennt man auch. Jetzt weiß ich, wie es geht. Hinter mich mal. So einen verpasst, aber hat geklappt. Die Schneeflocken. Hi. Buff. Das Level war eigentlich Zora nochmal. Ah. Ah, Gott.
Oh, geil. Geiles Level up. Der Grund, warum ich wahrscheinlich so wenig abziehe, ist, weil ich meine Traumfänger immer wieder wechseln und deswegen keine Dingens hier ab, keinen Attackenboost oder irgendwie sowas. Ja, das ist mir schon so ein bisschen klar, aber trotzdem spielt ja nicht unmöglich. Prinz Kairo, so König Kairo, bestimmt hat eigentlich, weil ich da wegkämpfe. Weißt du, dass du Prinz Kairo besiegt hast? Okay. Ja, ich habe dich ganz besiegt. Was? Geister erstellen. Sag mal. Oh, ich kann den Banguin. Boah, ich kann den Tyrannrex herstellen. Geil. Epische Fantasie und kühne Fantasie. Jetzt hört ich mal an, wie das Viech sich anhört. Da dreht mich so auf, ne? Okay, nennen wir ihn. Lang lebe der König. Der King. Lang lebe der König. Ernsthaft, man erwartet irgendwie vorher Jurassic Park Gebrülle, ne? So, wie er sich so vorbereitet, so. Und dann kommt wie auf ein Hamster, auf den du drauf getreten bist, ey. Das geht so, das geht nicht in meinen Kopf rein. Was soll der Mist? So. Was geht? Irgendwie muss ich mal an Spyro denken, deswegen weiß ich nicht. Gibt es irgendeinen Pinguin in Spyro? Ja klar, aber wie hieß noch mal dieser eine Pinguin aus Spyro 3? Sergeant Bird, oder? Ich glaube ja, ne? Ja, und den seine Animation haben mich irgendwie direkt an Spyro erinnert, deswegen. Also an so einen typischen Spyro-Charakter. Weil wenn du. Spyro ganz in Spyro 3 war ja irgendwie, wenn du einen Charakter nicht angesprochen hast, er hat auch immer links und rechts geguckt, genau wie Sora. Wenn er im Kampf ist, ist er gut auch mal links und rechts. Auch wenn nur vor allem etwas ist. Dickschädel, hallo. Hallo. Muss später deinen Auftritt haben. Ich mal gucken, wie viel Schätze ich habe. Wir sind immer noch Berichte, ey. Also wegen dem Tyrannrex und den Pinguin. Wanguin. Ach, das ist auch wieder ein einzigartiges. Wo habe ich das Rezept auf einmal her? Hallo? Keine Ahnung. Schätze, meine Güte. Einer fehlt mir noch. Was? Also gut zum Feiern. Warte mal, kommt man jetzt schon zum Boss? Zum letzten? Nee, ne? Ich komme jetzt zum Endboss schon. Naja, wir sind schon mal Endboss hier. Ich mir eigentlich aufsparen wollte mit Rico, aber wir müssen sowieso jetzt stürzen. Oder hier kommt jemand.
You waiting for me? Yes. The boy chosen by the Keyblade, Riku. What? It was yours first, wasn't it? But you succumbed to the darkness you could not control. And your prize, the Keyblade, passed on to Sora instead. Your mistakes always end up being other people's problems. Maybe so. But I'm here to change all of that. Once again, you performed predictably, although on a grander scale than I imagined. If you're feeling so chatty, let's skip to where you reveal what this is all about. I don't know how you did it, but you really have found a way to trap darkness inside your heart. And a boy who's immune to darkness is of no use to us. Well, there's some good news. Your abyss awaits. Das war wieder ein bekannter Boss, den wir im ersten Teil besiegt haben. Und zwar der Teufel höchstpersönlich. Chernaborg. Hier wird er sogar genannt, ne? Nein, schon wegen der Musik ist dieser Kampf richtig episch. Siege Chernaborg. Oder Chernabog. Will ich auf den Arm nehmen? Ich kann ja nicht stürzen. Ich habe mir den Kampf ehrlich gesagt noch aufbewahren. Ja. Wir damit irgendwie die Welt hier erledigen. Deswegen gehe ich hier mal ganz schnell kurz K.O. Ich meine, sowas Kampf ist auch nicht schlecht, aber ich mal den Kampf an. Hallo. Jetzt will ich mir als Finale in diese Welt hier aufsparen. Ich kann ja nicht wissen, dass ich hier direkt schon mein Dings lande. Na, fliege ich auf R. Kampf verlassen, ja. Den machen wir am Ende. Jetzt habe ich eine Sturzanzeige, natürlich. Gut, dann würde ich sagen, ich bin die Part hier. Ja, warte mal, wechseln jetzt. Ja, ich bin im Menü dann mal die ganze Zeit und speichere. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit Sora oder mit Riku, nachdem unsere Stromanzeige, unsere Batterien sind leer, unser Ding jetzt abgelaufen ist. Sturzanzeige, meine Güte. Ja, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Hoffentlich.